Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Ich war mal kurz nochmal bei der Mühle, bei der alten, und habe noch die letzten Holzwände weggehauen, dass ich hier heute noch ein bisschen weitermachen kann mit dem Weg, bevor wir uns auf den Weg machen, um die Tomaten zu holen. Das war jetzt ein blöder Sprung. So, jetzt. Weil ich würde nämlich das schon gerne noch ein bisschen ausbauen. So, jetzt gehen wir mal in die Ansicht. Wir müssen halt jetzt wieder ein bisschen klopfen. So. Aber ich möchte auf jeden Fall den Weg hier fertig machen. Leider kann ich es hier nicht mit dem Schlag machen. Weil sonst würde ich nämlich entweder den Zaun auf der linken oder auf der rechten Seite weghauen. Also müssen wir uns so durchbuddeln. So. Ja, Okay, gut. Das wäre schon mal getan. Ich meine, das war nur 230 oder sowas. Die sind natürlich ruckzuck weg, ne? Das ist klar. Ich denke mal, jetzt können wir hier noch verbauen. Bei den Feldern. So, dass es ein bisschen schöner angelegt ist. Aber das war es dann auch schon. Na? Denke ich mal, werden wir also hier auf jeden Fall weghauen, das ist klar. Ah. Muss mal gucken, wie ich das mit dem Haus mache. Na gut, es werden andere Häuser herkommen, ne? Das auf jeden Fall. Da wird wahrscheinlich Grünfläche sein dann. Das fließt alles wunderbar. So, dann das da wäre mir auf jeden Fall noch wichtig, dass wir machen. Da muss ich mal schauen. Weil hier wird ja wahrscheinlich Wasser reinkommen. Oder würde ich Wasser reinmachen, ist klar. Mal gucken. Aber das ist echt Wahnsinn, wie schnell diese 200 Blöcke halt weg sind. So, dann hätten wir hier nochmal zwei zum Raushauen. Da hätten wir nochmal zwei zum Raushauen. Wenn da eine Tür hinkommt, man kann, das wäre ja egal, ne? Man kann ja eigentlich auch in die hintere Ecke gehen. Dass man da nochmal eine Truhe hinstellt und dann eben die Vogelscheuche. Machen wir sie dahin. Genau. Und dann machen wir es genauso in die Ecke. Perfekto. So. Da dann eben später noch Türen. Und dann hätten wir hier die Felder angelegt. Das wären immer noch nicht die 250. Uns fehlt natürlich noch einiges. Aber ist okay. Was, wie viel haben wir denn da? Hier sind es 5 mal. Ja, 25. Das sind auf jeden Fall nochmal 50. Über 50 Felder. Und dann hier nochmal. Das wird schon knapp, ne? Also das Haus muss auf jeden Fall weg.
Nur bevor ich das weghaue, möchte ich natürlich auch erstmal ein neues Haus hinbauen. Vielleicht bauen wir... Eigentlich ist es egal, wo wir bauen. Wir können auch hier vorne bauen. Achso, das ist ja nix, ne? Okay, warte mal, habe ich Wurmfutter? Ja, habe ich. Ich kann auch noch Wurmfutter herstellen. Dann können wir nämlich auch hier Häuser herbauen, das wäre ja auch egal. Genau, warum nicht Häuser mit Dingsen hier? Und dann eben... Obwohl, warum haue ich die jetzt weg, ne? Na, ist egal. Dann kommt eben hier die Außenwand hin. Ist egal, es reicht ein so ein Streifen, wenn der außen rum geht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wäre ich hier nochmal Mitte. Das werde ich allerdings aus diesen Hölzern bauen, würde ich sagen. Ich denke mal von der Größe her. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Nein. So, weil das reicht ja, wenn man hier rumlaufen kann. Kannst du jetzt. So. Es ist halt ein bisschen länger, das Ganze. Das ist egal. Dann hier eben eine Tür rein. Da eine Tür rein. Dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal zwei Häuser. Treppen? Da. Habe ich natürlich zu wenig, ne? Ist klar. Die Werkstatt brauche ich natürlich auch noch, das ist auch klar. Machen wir halt mal 20, ist egal. Und von denen würde ich auf jeden Fall noch welche herstellen. Und von denen, keine Ahnung, machen wir 200, ist egal. So. Zack. Einmal pennen, bitte. Oh, nee. Faulsporen. Sind hier auch welche? Auf dem Feld nein. Auf dem Feld nein. Da ja. Oh Mann. Wo noch? Da vorne?
Na? Noch wo? Ich sehe jetzt zumindest keine mehr. Ich hoffe auch, dass da keine mehr sind. Nee. Ich glaube, die habe ich jetzt alle weg, weil ansonsten wäre es, glaube ich, noch dieser komische rosa Himmel. Nicht, dass ich da doch irgendwas übersehe, ne? Aber ich... Nee. Nee, passt alles. Da passt alles. So, schauen wir mal, ob wir das Wurmfutter auch hier platzieren können. Ah, okay. Dann setze ich erst einmal da noch Erde ein. Egal. Wurmfutter können wir auf jeden Fall noch einiges herstellen. So. Gehen wir mal wieder in die Ego. Doch ein netter Boden, oder? Schaut ein bisschen aus wie Holz, auch wenn es Stroh ist, aber schaut ein bisschen aus wie Holz. So schnell ab. So. Ja. Yes, gut. Dann würde ich sagen, wir machen auch auf der Seite vielleicht zwei Fenster rein. Habe ich noch Fenster einstecken? Nach der Erde habe ich einiges gesammelt, ja. Wir haben Dach. Ein Fenster habe ich noch. Na gut. Machen wir uns mal noch ein paar Fenster, weil ganz ohne Fenster würde ich es gerne nicht machen wollen. Sollten eigentlich reichen, 5. Dann können wir vom Dach her gleich nochmal 10. Machen wir mal 20. Kann ich keine 20 machen? Warum? Was brauche ich da? Ach, da brauche ich Rinde. Okay. An Rinde habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das fertig. So, dann machen wir hier und da ein Fenster. So, die Wände selber, die sollen
aus dem Holz werden. Na super. Geschickt gemacht wieder. Ich weiß nicht, ob ich da hinten auch ein Fenster reinmachen soll. Vielleicht wenn dann hier und hier, das ist ein bisschen symmetrisch anschaut, ne? Doppelhaushälften und so. Ich denke, das passt. Mal schauen, wie wir hier unterbringen. Aber ich würde natürlich sagen, die Ersteren aus dem Dorf. So, jetzt mal gucken, kann man normale Betten auch schon bauen? Nee, ich glaube nicht. Es sind immer nur die Strohbetten. Jetzt halt hier am Anfang. Okay, aber wir brauchen auf jeden Fall hier Namensschilder. Ich würde sagen, wir stellen gleich mal 10 Stück her. Dann machen wir... Boah, was machen wir denn noch? Kisten machen wir keine. Die brauchen keine Kisten. Machen wir als Deko-Element noch 2 Bänke. So, dann einrichtungstechnisch vielleicht einen Tisch und einen Hocker. Und Lampen, haben wir da welche? Da haben wir 6 Stück. Das passt. War da am Anfang noch nicht so viel Auswahl, ne, mit dem Bauen, das ist klar. Wo seid ihr? Da sind die Fackel da. Einmal. Ich denke, 2 Lampen im Raum ist doch in Ordnung. Gut. Dann nehmen wir natürlich 2 Betten. Jetzt habe ich die natürlich innen drin im Inventar. Na, ist egal. So, wo lässt man die schlafen? Da hinten würde ich sagen. Hier so in der Ecke. Da in der Ecke. Dann machen wir den Tisch hier unterm Fenster. Ja, machen wir 2. Dann stelle ich lieber nochmal 2 Stück her. Dann vielleicht noch Essensschalen. Ja. Stellen wir nochmal 2 Hocker her. 2 Essensschalen. Naja, ich finde schon noch deine Samen. die Hocker? Habe ich jetzt die Hocker gar nicht hergestellt? Doch, da. So, dann die Betten raus. Gut. Dann machen wir hier das Namensschild hin, würde ich sagen. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch 2 Türen. Da haben wir aber allerdings keine.
Warte mal, du kommst wieder rein ins Inventar. Ja. So, türenmäßig machen wir... Klar, die hier. Die rustikale Tür. Ich mache jetzt auch nur mal die zwei, die ich brauche. Mal, wenn ich die jetzt hin platziere, dann gehe ich so nach innen auf, ne? Wenn ich es jetzt anders platziere, ist halt das Blöde, dann würde die nach außen aufgehen. Also sehen sie beide in die gleiche Richtung. Ja, ja. So, schreiben, wer soll in diesem Raum wohnen? Da machen wir zuerst mal die Rosie. Da freut sie sich wahrscheinlich, hoffe ich. Ich bin so glücklich. Oh. So. Und hier kommt Bonanzo rein. So, dem tue ich allerdings noch Feuerholz mit rein. Ein Weizensack. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Brillant, sagt er. Achso, und dann eventuell noch dieses Handwerkszeug. Ah, warte mal, du kannst auch ein paar Schellen haben hier. Das magst du doch bestimmt, oder? Vielleicht auch überm Bett. Ja, wer weiß, ne? So. Wollte ich eigentlich hier hinstellen, aber das ist dann natürlich nicht mittig. Hol mal da zwei Bänke her. Ist ja auch nice. Ich glaube, da brauche ich tatsächlich noch dieses Handwerkszeug, dass das irgendwie ein Bauernschlafzimmer wird. Schauen wir mal. Hier, das da. Was anderes noch? Ding hat er drin. Nö. Ich glaube, ansonsten nichts. Infoarm 10M. Achso, die Größe sieht man da nicht zu. Das andere kommt später alles. Gut. Ich wollte nur mal die Herzen einsammeln, die hier rumfliegen. So, dann hätten wir die zwei. Da muss natürlich auch ein Dach drauf, das ist klar. Aber warte mal, dann machen wir hier in der Mitte die Leiter nach oben. Genau, und dann kann man nämlich da nochmal Dach drauf machen. Und später, wenn man dann diesen Meißel hat und das Ganze dann immer noch mit halb machen kann, das ist auch cool. Also es hat mir immer gefallen. Kürbissamen für mich finden. Das machen wir. Das machen wir noch. So, damit wäre das. Aber ich möchte da kein normales Dach drauf machen. So,
sondern das eben nur so machen. Ups. Schauen, wie wir die anderen bauen und vor allem wohin. Ich denke mal, dass ich da drüben so eine Art mehrstöckiges Gebäude baue. So, mache ich das jetzt flach oder mache ich da noch eins drauf? Boah. Ich glaube, das machen wir einfach flach. Und fertig. Das passt, denke ich mal. Ob ich jetzt da noch ein Dach drauf mache, das könnte ich eigentlich machen, ne? Warum nicht? Mal überlegen. Aber jetzt da erstmal ab ins Bett. Schnarrig. Doch, das machen wir mit Dach. Ich habe das, glaube ich, schon mal, das erste Mal, glaube ich, nicht mit Dach gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da hatte ich hier auf der hinteren Seite einen langen Bau. Mache ich es diesmal mit Dach. Dächer, Dächer, Dächer. Wo waren die? Bin ich jetzt blind? Anscheinend, ne? Ach da. Die kann ich gar nicht bauen, weil ich da nämlich immer Rinde dazu brauche. Deswegen. Blöd. So, und das Badehaus, wie mache ich das? Also, ich bin mir mit mir selbst einig, dass ich auf jeden Fall hier das wegreiß. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, war das Seil das Ausschlaggebende oder waren es die Fässer? Also wir haben Werkzeug drin, wir haben Fackeln drin oder Licht halt, wir haben Holz drin. Kleines Gemeinschaftsschlafzimmer, okay. Das heißt, wenn ich das Ding platziere, kleines Bauernschlafzimmer. Das gleiche ist dann quasi mit dem hier. Genau, kleines Gemeinschaftsschlafzimmer ist es dann. Alles klar, aber warum ist es dann da vorne nicht? Brennholz, Weizensack. Ist egal. So, bei ihr auch noch was rein. Bisschen Deko schadet nicht. Und was haben wir noch? Nein, bleibt drin. Machen wir da mal eins. Wie kann man da eigentlich eins nehmen und alles herausholen? Na, ist egal.
So. Das gefällt dir doch bestimmt. So. Gut, dann kommst du wieder rein. Das passt dann schon. Okay, dann hätten wir die ersten zwei. Hier wollte ich noch weitermachen, deswegen habe ich die Treppen ja eigentlich gebaut. So. Dann Fackeln, habe ich Fackeln da. So, dann hätten wir hier eigentlich einen schöneren Aufgang. So, gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Dann hätten wir da auch nochmal einen Aufgang. Hier würde ich wahrscheinlich mit den Pflanzensamen, also mit diesen Grassamen, würde ich hier wahrscheinlich agieren. Dass wir das da hinten noch ein bisschen grün machen. Weil da ist mir das Wurmfutter dann ein wenig zu schade. Ach, wir könnten eher mal den Topf leeren. Na, schauen wir mal. Was haben wir denn? Jetzt haben wir 25 Nachterde. Und 34 Nachterde, jawohl. Aber uns fehlen Pflanzensamen, glaube ich. Zack. Achso, haben wir noch welche. Okay. Warte mal, machen wir mal 5 Stück, hätte ich gesagt. Das reicht schon mal. Dann können wir hier nämlich noch so einiges grün machen. So, hier soll ein Weg entlang. Das ist nicht nice, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so nice. Vielleicht machen wir den Weg auch nur bis da vorne hin. Da bin ich halt echt am Überlegen, ne? Hier hätte ich halt zu gern den Baum, aber ich weiß nicht, ob ich da den schon pflanzen kann. Die da kann ich ja noch nicht weghauen, ne? Da bin ich noch zu schwächlich, von daher ist es ein Quatsch, wenn ich die weghau, also die Seite. Außer natürlich, ich dekoriere das irgendwie anders. Aber hier kann ich auch keine 3 machen, ne? Na, muss ich mir noch überlegen. Ja, aber das ist nix. Das ist nix. Das mache ich wieder zu bis da vorne und da mache ich dann lieber Wiese. Ach nö. Drei ungefähr? Ja, ich denke schon, das ist okay. Nein. Drei. Da ist eigentlich okay. Da ist okay. Ja. Das passt. So, das reicht auch als Treppe nach oben. Aber ich denke, das werde ich auch nochmal schmäler machen. Und dann bauen wir nämlich hier nochmal ein Haus hin. Allerdings... Das ist natürlich die Frage, ne?
Setze ich hier Wurmfutter hin? Oder machen wir das einfach als Wiese hier ringsrum? Möglich wäre es, ne? Warte mal, machen wir mal so. So, mach mal. Walte mal deines Amtes. So, hier machen wir das Gleiche. Da muss ich nur gucken, dass ich das... ja, ich denke schon, das passt. Die Wiese ist zwar da nicht mehr zu sehen, aber... das passt schon. Bei der Ratte. Und da noch, jawohl. Ja, passt. So, der geht ja immer drei runter. Aber trotzdem, ich möchte das ganze Zeug weghauen. So nach und nach. Jetzt gehen wir mal. Wenn ich es dahin mache, dann wird zumindest das alles grün. Setze ich jetzt einfach mal, ist egal. Ich habe jetzt eigentlich mittlerweile genug von dem Zeug, dass ich das wirklich dann auch und okay, noch eins zurück. So, dann machen wir das da noch. Dann passt es erst einmal. Hey, wir hauen uns die Hölzer kaputt. Ihr Dumpfbacken, ehrlich. Verdammt. Gut. Aber zum Glück gleich wieder repariert. Das Einzige, was ich jetzt halt hier noch platzieren kann als Abwehr, das sind im Grunde diese Dinger hier. Ich muss halt selber aufpassen, dass ich nicht reinlaufe. Aber das Gute ist, wenn die da dagegen laufen, dann verletzen die sich selbst ja auch. Und ich glaube, ich habe noch nicht einmal richtig viele. Ach, ihr blöden Viecher. Ah. Aber Marit, hau mal bitte jetzt halt die Dinger weg. Die platziere ich nämlich gerade. So. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Machen wir auf der Seite auch noch. Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ey, alter Schwede, das ist... so heftig, wie schnell die Zeit hier vergeht, wenn man am Bauen ist. Na gut. Ich würde sagen, dann machen wir eben jetzt hier an der Stelle fini. Wir kümmern uns dann das nächste Mal um die anderen Häuser noch. Wird auf jeden Fall nice werden, denke ich. Also hier möchte ich halt ein Haus herstellen. Ganz klar. Die kann ich ja wegmachen. Die anderen lasse ich. Genau, dann stellen wir hier nämlich noch ein Haus hin. Das wird nice. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.